Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und Goldener Oktober. Heißt das Goldener Oktober oder heißt das Goldener Mai? Nee, Goldener Oktober heißt es, glaube ich. Ne? Der Oktober fing wirklich, wirklich cool an, aber der September hat auch, finde ich, sehr, sehr cool aufgehört. Und ich hoffe, ihr habt alle den Pass noch durchspielen können, habt euch neue Pässe holen können. Denkt dran, wenn ihr euch einen neuen Pass holt, dass ihr vorher einen Creator-Code angebt, beziehungsweise hier unten ist das ja, bei mir ist das jetzt schon wieder durch, weil ich noch zwei Pässe hatte. Danach muss ich auch mal wieder in die Kauftüte greifen, aber ich habe auch gestern in die Kauftüte gegriffen, denn es gab ein Universalbuch für schlappe 4 Euro, also für mich fing heute Nacht, so muss man es ja sagen, auch der Oktober sehr golden an, nämlich gleich mit 3,99 Euro in die Kasse von Supercell. Jetzt habe ich zwei Uni-Bücher und wir haben auch, oh, wir haben auch ein bisschen Clash Live, das ist cool. Gucken wir mal. Wenn wir schon drin sind, dann machen wir immer ein bisschen live, ne? Würde ich mal so sagen. Ich mache mal die Kamera ein bisschen nach so. Da muss ich mal den Deckel hier so ein bisschen drehen vom MacBook. Dann machen wir das mal so. Und dann haben wir auf jeden Fall einen schönen Oktober. Ich weiß nicht, ob ihr habt sicherlich auf Twitter das Foto gesehen. Also nicht das Foto, sondern dieses Bildschirmfoto, wo der Kalender wieder abgebildet war. Und es wird ja sehr, sehr wild und es wird sehr, sehr spooky, klar. Der Oktober ist immer der spooky Monat und dementsprechend gibt es natürlich auch Modelle etc. Mal sehen, was er sich hier hat einfallen lassen. Der Kassi hier auf die Nummer 15. Heute Nacht gab es übrigens kleinere Probleme, falls ihr es nicht gemerkt habt. Wir haben es in der Nacht noch gemerkt, denn wir waren so ein bisschen in A hier im Clankrieg und B waren wir aber auch schon so ein bisschen in Auflösung in die Clans für die CWL. Die CWL fängt ja heute an, also für uns erst heute Abend. Ihr seht das Video jetzt am Montag und dann, beziehungsweise fängt nicht an, sondern wir fangen dann mit der Suche an, so muss man es eigentlich sagen. Und dementsprechend gab es so ein paar kleinere Bugs. Wir konnten uns einige Bases nicht angucken, das Spiel ist sofort abgestürzt, also mit diesem komischen Supercell-Kringel, da der Warteschleifenzeit. Und was natürlich ein bisschen doof war, denn wir konnten uns einige Bases, oder eine Base war es eigentlich ganz, ganz speziell, überhaupt nicht anschauen. Dann konnten unsere Leute nicht wechseln, weil wohl der Wechsel wohl auch nicht irgendwie nicht ging. Also irgendeiner hat im Hintergrund an den Schaltern, glaube ich, gelegt. Und wir haben aber auch vieles nicht besprochen. Das können wir jetzt aber im Goldenen Oktober gerne auch nochmal nachholen. Es ging dann um die Sache mit den Balance Changes. Da bin ich auch gar nicht drauf eingegangen, weil ich musste mir das auch erstmal mehrmals anschauen beim Kollegen Ezu. Ich verlinke euch das Video nochmal oben. Das müsst ihr vielleicht mehrmals schauen, um es auch zu verstehen, denn es sind ja viele, viele Rathausstufen genervt worden. Also außer 15, da ist das Rathaus nur, da ist nur das Rathaus in den ersten Rathausstufen so ein bisschen genervt worden, was die DPS angeht. Aber ansonsten von 10 bis 14 ist ja viel genervt worden, was die Verteidigung angeht, weil die Hitrates in den kleineren Rathausstufen scheinbar zu niedrig ist, was 3 Sterne angeht. Und klar, man spielt hier ein Spiel und möchte natürlich auch Erfolgserlebnisse haben. Und wenn man die natürlich nicht mehr hat, dann spielt man das Spiel nicht mehr. Also musst du an Entwickler, also als Entwickler so ein bisschen dem entgegensteuern und musst vielleicht diese Erfolgserlebnisse wieder ein bisschen entgegensteuern. Und ich glaube, deswegen gab es auch diese Balance Changes. Aber was in diesem Monat natürlich super, super, oh, ich sehe gerade, ihr seht ja gerade meines Teppichs. Okay. Ja, macht nichts. Was natürlich wirklich super ist, im Livestream sieht man es übrigens nicht, weil ich da eine andere Kamera benutze. Was natürlich wirklich cool ist, ist nicht, dass ich 3 Sterne kassiert habe. Okay, und das noch gerade so vor der CWL, weißt du. Das kann ich gar nicht richtig gut wechseln. Aber ich muss sagen, der Oktober fing sehr, sehr cool an. Mit den News natürlich. Und hier habt ihr den Kalender einmal. Beziehungsweise, wenn man, glaube ich, drauf geht, dann landet man irgendwo auf. Ah, nee. Was ist das denn? Okay, man landete eigentlich hier auf das ist jetzt gerade wieder der typische Vorführeffekt, ne? Man landete eigentlich auf der Twitter-Seite. Okay, dann halt nicht. Die Balance Changes, wie gesagt, haben wir nicht durchgesprochen. Und Clash OV Season, also ich mag jetzt schon alle Modelle. Das bringt mich jetzt schon so ein bisschen in Bedrulle in diesem Oktobermonat, in diesem Wonnemonat. Denn es gab ja heute schon im Pass den Skin des World Champion und der ist einfach, ich finde, es ist wirklich mega geworden. Und wenn ich jetzt auch noch die anderen Skins dazu sehe, vor allen Dingen der Zopf hier als Kette, ist einfach wirklich toll gemacht, super gemacht, tolle Models
Auch wenn ja wirklich nicht viel dran ist an den Models, aber man konnte sie ja schon im Clash of Clans Video sehen. Und dementsprechend freue ich mich auf jeden Fall auf die anderen Modelle. Es werden wahrscheinlich natürlich wieder Kaufmodelle sein. Es wird auch eine neue Szenerie geben. Auch die finde ich jetzt schon sehr, sehr gut. Auch die war schon im Video, glaube ich, zu sehen. Und dementsprechend gibt es aber auch eine neue Herausforderung. Die fand ich dieses Mal nicht spooky, sondern eher ultra einfach. Also die habe ich selbst ohne, die habe selbst ich ohne Anleitung hinbekommen. Und im Moment laufen übrigens die Championship Qualifier, die Stage 3, die Swiss Stages. Und dort solltet ihr auch ab und zu mal reinschauen. Vor allen Dingen bei uns im deutschen Bereich moderiert das natürlich immer Izu für Clash of Clans direkt mit. Und als deutscher Streamer ist immer der Noobs im TV am Start. Bin ich jetzt auch drin, gucke ich gleich auch weiter, aber ich wollte trotzdem eine Videofolge für euch am Montag mal bringen, damit wir so ein bisschen was nachholen. Und hier in den Events gab es ja jetzt das Event, ihr bzw. das absolutely fabulöses Herausforderung. Ich spiele die Herausforderung manchmal eigentlich eher wenig, aber diese Herausforderung habe ich tatsächlich mal gespielt. Denn die war nicht so besonders schwer, aber sie sieht halt sehr, sehr cool aus mit der Fledermaus hier. Und nicht zu vergessen mit dem Trolltesla auf 3 Uhr, aber diesmal sind Trolltesla's auch auf 12 Uhr, 6 Uhr und auf 9 Uhr da. Allerdings muss ich muss wirklich sagen, ich habe die Challenge jetzt mal von irgendeiner Seite gemacht. Es ist, glaube ich, egal, ob man sie von hier macht oder von da macht oder von hier macht. Ich bin wirklich all in gegangen, Leute. Ich muss nur mal eben überlegen, wie ich es eigentlich tatsächlich gemacht habe. Aber ich meine, ich habe als erstes die E-Titanin reingeschickt wegen der unmenschlichen Flut von Skeletten hier. Mit den Heilern einfach dahinter. Dann ihn hier, die beiden Tanks mit rein, den Royal Champion. Einfach die Magier hier mit hinten reingeballert. Und dann warten wir erstmal ein bisschen ab. Aber ihr solltet auf jeden Fall die E-Titanin mit da reinschicken, denn ich habe den Warden, obwohl der Warden steht jetzt, glaube ich, dieses Mal steht er ganz gut, ne? Ich glaube, diesmal steht er ganz gut, der Warden. Und wir haben noch Unsichtbarkeitszauber und wir haben auch noch ein Fries hier. Die müssen halt immer nur durch die Mauern gehen. Ich habe hier eine Mauer mal aufgemacht und dort. Aber ihr seht, ich habe den Royal Champion immer noch. Also die ist glaube ich ein bisschen zu einfach, habe ich das Gefühl. Die ist wirklich ein bisschen zu einfach, denn solange wie die E-Titanen leben, lebt natürlich auch, ja. Und hier könnt ihr dann irgendwo mal die Bets rausspielen. Die reichen auch vollkommen für alle Tesla hier. Ganz klar, da kommen eh noch ein paar Skelette raus. Aber die reichen hier halt vollkommen. Und ich habe den Royal Champion noch nicht mal rausgespielt. Habe noch die beiden Unsichtbarkeitszauber. Also dieses Mal war es, glaube ich, ein bisschen zu einfach für alle. Du brauchtest überhaupt keinen Kopf machen, um irgendwelche, ich muss erst das rauskriegen und das rauskriegen. Es war einfach, ja, es ist ein bisschen zu einfach, Leute. Ein bisschen schwieriger könnte so ein Supercell auch machen. Das deutet so ein bisschen darauf hin, dass diese Geschichte mit den Nerfs von Rathaus Level 10 auf Rathaus Level 14, ich gucke mal da oben hin, ich muss ja da hinschauen, doch so ein bisschen vielleicht auch hier Einzug gefunden hat, dass die Events hier oder die Herausforderungen manchmal ein bisschen tricky sind und manchmal ein bisschen schwer, aber dieses hier ist einfach, ja, einfach zu einfach, so will ich es mal sagen. Aber egal, wir werden sie natürlich immer irgendwo spielen und ihr seht, auch in meiner Base hat sich ein bisschen was getan. Auch da gebe ich euch mal einen kurzen Update-Status. Also ich habe alles fertig, alle Mauern sind durch. Ihr seht, dass mein Pethaus hier auch nicht mehr fordert, dass ich irgendwas baue. Das heißt, ich habe auch die allerletzten Pets hier fertig. Das waren ja noch Lassie und der Mighty Yak. Die beiden musste ich noch leveln, was ich ein bisschen verkannt habe. Ist aber nicht so schlimm, der kleine Zauberlehrling hier, der Wardenlehrling, der geht nämlich auf Level 4, auf Rathaus Level 15, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe gedacht, der geht nur ein Level hoch, aber er geht auf Level 4. Ich könnte ihn jetzt direkt fertig machen, aber ich spare mir das Buch einfach auf, denn irgendwann werden die nächsten Updates kommen und klar könnte man natürlich jetzt hier so ein bisschen in die Schmiede investieren, dass man sein Gold und sein Elex ein bisschen los wird. Habe ich auch eher selten gemacht in den letzten Monaten, weil ich halt dann immer warte, bis ich wirklich irgendwo maxed werde
Und im Goldpass habe ich leider noch nicht so viel reingespielt. Da muss ich erst auf die 400 Punkte kommen, damit ich mir das auch frei mache. Aber ihr seht, ich habe jetzt immer noch 26 Millionen, kann also nichts reinfarmen, außer das Dunkle. Aber da habe ich jetzt auch 15 Tage Zeit. Also das ist auch mal so ein bisschen Status hier aus meinem Dörfchen. Ich hoffe, ihr seid auch, sage ich mal, ähnlich weit. Und ich hoffe, ihr bekommt einen goldenen Oktober-CBL-Start hin. Wir sind noch am Sammeln, am Suchen. Hier beim Clan Herausforderer geht es noch. Dort spielen wir ausschließlich 15. Wir spielen hier auch eine 5-10er. Das reicht mal wieder hier. Wir könnten auch eine 30er spielen, aber das kriegen wir nicht hin. Das macht aber auch nichts. Wir werden hier ganz flexibel durchtauschen. Im Clan Deutschland Ad habe ich gestern noch aufgerufen. Haben wir noch gesucht. Ich glaube, da sind die letzten Plätze aber jetzt auch gefunden für eine 15er. Bei Free-to-Play spielen wir auch eine 15er. Und bei Totos Bande spielen wir wie gewohnt eine 30er. Bleibt auf jeden Fall dabei. Bleibt am Start. Ich habe in dieser Woche ein bisschen frei, also es ist ja eine sehr, sehr kurze Woche mit dem Feiertag dazwischen. Und das heißt, wir werden vermutlich viel mehr Streams sehen, als ihr es von mir gewohnt seid. Ich hoffe, das freut euch auch ein wenig. Also kommt ruhig rein hier auf twitch.tv/totoclash und dann sehen wir uns in weiteren Streams, wenn ihr mögt. Wenn ihr nicht mögt, müsst ihr auch nicht einschalten. Aber ich denke mal, es lohnt sich in jedem Fall ab und zu mal reinzugucken. Es ist einfach ein bisschen auch viel Retalk mit dabei und so lernt ihr auch so ein bisschen mehr von mir kennen als diese steifen Videos. Das gucke ich immer noch da oben hin. Also hier oben ist eigentlich so nur so ein leerer Ständer, wo ich eigentlich mein Handy drin habe in den Livestreams. Hier vorne ist meine Mac-Kamera, aber ist egal. Okay Leute, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich freue mich auf jeden Fall weiterhin auf euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt einen guten Start in den goldenen Oktober. Bis dahin, euer Toto. Klatscht.